Heute für euch der wahre Grund, warum Fleur de la Cour beim Trimagischen Turnier so schlecht abgeschnitten hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Bill Weasleys Braut und französische Teilnehmerin des Trimagischen Turniers Fleur de la Cour. Genauer gesagt werden wir ihren Auftritt beim Trimagischen Turnier im Feuerkelch analysieren. Fleur war eine äußerst talentierte Hexe und Schülerin von Beaubaton. Sie wurde sogar zur Schulsiegerin gewählt. Warum hat sie dann immer wieder den Kürzeren im Trimagischen Turnier gezogen, wenn sie so begabt war? Was genau steckt dahinter? Das Trimagische Turnier ist ein einzigartiger Wettbewerb, der seit mehr als 700 Jahren stattfindet und die Intelligenz, den Mut und die Stärke der Teilnehmer auf die Probe stellt. Ursprünglich wurde der Wettbewerb alle 5 Jahre abgehalten, jedoch gab es eine besondere Ausnahme, als im Jahr 1792 alle 3 Champions verletzt wurden und eine Pause von 200 Jahren eingelegt wurde. Normalerweise nehmen 3 Champions am Turnier teil, einer von jeder der 3 führenden Zauberschulen in Europa: Durmstrang, Beaubaton und Hogwarts. Diese Champions traten dann in 3 anspruchsvollen Herausforderungen gegeneinander an. 3 Teilnehmer, 3 Herausforderungen, daher der Name Trimagisches Turnier. Der Preis für den Sieger des Turniers war ewiger Ruhm, 1000 Galeonen und der berühmte Trimagische Pokal. Wie schon gesagt, nahmen normalerweise 3 Champions an dem Turnier teil. Jedoch brach Harry Potter unabsichtlich mit dieser Tradition, da sein Name während seiner Zeit in Hogwarts als zusätzlicher Teilnehmer eingetragen wurde. In dem Jahr, in dem Harry teilnahm, gab es also insgesamt 4 Teilnehmer: Harry Potter, Viktor Krumm, Cedric Diggory und die Hauptfigur dieses Videos, Fleur de la Cour. Die Berichte über das Turnier weichen ein wenig zwischen Buch und dem Film ab, aber die grundlegende Idee des Turniers bleibt gleich. Es gab 3 Herausforderungen. Eine Konstante war jedoch Fleurs Leistung, die ehrlich gesagt ein wenig enttäuschend war, da sie während des gesamten Turniers den anderen 3 Teilnehmern hinterherhinkte. Die erste Aufgabe bestand darin, ein goldenes Ei von einem der 4 äußerst mächtigen und gefährlichen Drachen zu stehlen. Jeder Champion wurde einem Drachen zugeteilt und musste das Ei auf seine eigene Art und Weise ergattern. Harry entschied sich dafür, seine Flugkünste einzusetzen, Krumm verwendete einen Bindehautentzündungsfluch, Cedric setzte Verwandlung ein und Fleur, die es mit einem walisischen Grünling zu tun hatte, entschied sich dazu, den Drachen in den Schlaf zu versetzen. Alle waren erfolgreich darin, das Ei zu ergattern, aber für einige verlief es nicht ohne Zwischenfälle. Obwohl Fleurs Verzauberung funktionierte und den Drachen einschlafen ließ, gab es Probleme, als der Drache anfing zu schnarchen und eine Stichflamme ausstieß. Diese Stichflamme setzte ihren Rock in Brand, aber sie schaffte es dennoch, die Flamme zu löschen und ihr Ei zu bergen. Fleurs Probleme führten allerdings dazu, dass sie den 4. und letzten Platz belegte. Die zweite Herausforderung fand am Schwarzen See statt, eine Aufgabe, die mit Wasser, Wassermenschen und etwas, das die Teilnehmer schmerzlich vermissen würden, verbunden war. Dieses Schmerzliche, das die Teilnehmer vermissten, waren jedoch wichtige Menschen in ihrem Leben. Seltsamerweise war Hermine Krumms Retterin, Ron war Harrys, Cho Chang war Cedrics und Gabrielle, ihre jüngste Schwester, war Fleurs. Eine Stunde lang hatten die Teilnehmer die Aufgabe, diese Personen zu retten, und erneut schaffte es jeder auf seine eigene Art und Weise. Obwohl Fleur herausfand, wie man unter Wasser atmet, hatte sie immer noch erhebliche Schwierigkeiten mit dieser Herausforderung. Tatsächlich rettete Harry am Ende nicht nur seinen Freund, sondern fürchtete, dass die anderen sterben würden, wenn sie nicht gerettet werden würden. Harry sah sich um und wartete. Wo waren Fleur und Krumm? Die Zeit wurde knapp und gemäß den Regeln würden die Geiseln nach einer Stunde verloren sein. Da Fleur immer noch nicht erschienen war, um ihre Schwester zu retten, handelte Harry überstürzt. Er befürchtete, dass sie sterben könnte, wenn er nicht einschreiten würde. Harrys Selbstlosigkeit führte dazu, dass er zunächst den 3. Platz belegte. Später wurde seine Platzierung jedoch auf den 2. Platz korrigiert, aufgrund seiner moralischen Stärke. Fleur landete erneut auf dem letzten Platz. Vor der 3. Aufgabe lagen Harry und Diggory gleichauf mit dem 1. Platz, Krumm war 2. und Fleur belegte nach wie vor den 3. bzw. den 4. und letzten Platz. Die 3. Aufgabe bestand aus einem 6 Meter hohen Labyrinth, das mit Hindernissen, Rätseln und Kreaturen ausgestattet war. Die Teilnehmer mussten das Labyrinth durchqueren, die Hindernisse überwinden und den Trimagischen Pokal erreichen. Der Gewinner würde sofort dort den ewigen Ruhm erlangen. Für Fleur schien die Situation jedoch nicht so vielversprechend, da sie bereits mit 2 4. Plätzen in der Tasche in die 3. Aufgabe überging.
Am Ende belegte Fleur erneut den letzten Platz in dieser Aufgabe, obwohl man sicherlich argumentieren könnte, dass Cedric, der Junge, der an diesem Tag gestorben ist, den größten Verlust erlitt. Da sie in der dritten Aufgabe den letzten Platz belegte, betrat sie das Labyrinth als Letzte, hinter Cedric, Harry und Viktor Krumm. Am Ende erreichten Harry und Cedric gemeinsam den Trimagischen Pokal und teilten sich den ersten Platz, kurz bevor sie auf den Friedhof von Little Hangleton gebracht wurden. Fleur hingegen hatte im Labyrinth weniger Glück, da sich der falsche Alistair Moody alias Barty Crouch Jr. nicht scheute, sich in das Turnier einzumischen. Als sie das Labyrinth betrat, wurde Fleur von Barty Crouch Jr. überwältigt, was ihre Chancen auf den Sieg zunichte machte, obwohl sie ohnehin nicht besonders gute Chancen hatten. Warum also schnitt Fleur so schlecht ab? Nun, dafür gibt es mehrere Gründe. In der ersten Herausforderung hatte Fleur einfach ein bisschen Pech. Den Drachen zu betäuben war eigentlich eine legitime Herangehensweise und ihre Fähigkeit, den Drachen überhaupt zu betäuben, zeugte eigentlich von ihren beeindruckenden magischen Fähigkeiten. Ich verstehe vollkommen, warum sie die Drachenherausforderung auf diese Weise angegangen ist und meiner Meinung nach deutet ihr Missgeschick nicht auf Inkompetenz hin. Beim Trimagischen Turnier steht viel auf dem Spiel, insbesondere bei der zweiten Herausforderung, bei der die Teilnehmer den Eindruck hatten, es ginge um Leben und Tod, zumindest für Harry. Manche Menschen kommen einfach an ihre Grenzen und ich glaube, dass Fleur hier daran gescheitert ist. Aus ihrer Perspektive war ihre kleine Schwester in großer Gefahr und der Druck war einfach zu überwältigend für sie. Ich denke, wenn überhaupt, ist die zweite Herausforderung der beste Beweis dafür, warum ich der Meinung bin, dass Fleur den letzten Platz verdient hat. Es geht nicht darum, dass sie keine gute Person ist oder dass ihr magisches Talent irgendwie fehlt, sondern sie schnitt einfach in dieser speziellen Herausforderung am schlechtesten von allen ab. Dennoch sollten wir den Elefanten im Raum nicht ignorieren. Harry erhielt eine erhebliche Menge an Unterstützung. Darüber hinaus hatte Fleur zu diesem Zeitpunkt in der Buchreihe die schwächste Verbindung zur Handlung. Wenn wir die Autorenperspektive in Betracht ziehen, bedeutet dies, dass bestimmte Handlungselemente und die Entwicklung der Geschichte stark von den Absichten und auch den Entscheidungen des Autors beeinflusst werden. Es war von Anfang an klar, seien wir mal ehrlich, dass Harry das Turnier gewinnen würde. Und das ist wohl unbestreitbar. Schließlich ist er der Hauptprotagonist und die Bücher tragen alle seinen Namen. Daher bleibt die einzige Unbekannte für den Leser, wer die Plätze 2, 3 und 4 belegen wird. In dieser Art von Situation werden die nachfolgenden Platzierungen, ob man es möchte oder nicht, stark von der Bedeutung der Figuren für die Geschichte beeinflusst. Dass Fleur auf dem letzten Platz gelandet ist, bedeutet nicht unbedingt, dass sie die schlechteste war, obwohl das durchaus sein kann. Es zeigt lediglich, dass zu diesem Zeitpunkt die geringste Verbindung zu Harry, unserem Hauptprotagonisten, bestand. Cedric lag immer an erster Stelle, eng mit Harry verbunden. Ihr gemeinsames Schicksal führte sie zu dem Friedhof von Little Hangleton, wo Cedric später tragischerweise sein Leben verlor. Nun, da die beiden ersten Plätze belegt waren, blieben nur noch Plätze 3 und 4 übrig. Die Entscheidung darüber schien wenig weitgehend zufällig zu sein. Eine der verbleibenden Champions sollte betäubt werden, während die andere den Imperiusfluch unterzogen wurde. Zufälligerweise traf es Fleur, die betäubt wurde. Und ein weiterer Fakt könnte noch sein, dass Krumm eine Beziehung zu Hermine hatte. In diesem Zusammenhang wollen wir die Herausforderungen noch einmal kurz betrachten. In der ersten Aufgabe musste Harry gewissermaßen gewinnen. Ein Sieg würde zeigen, dass Harry ein würdiger Teilnehmer des Turniers ist. Es wäre unlogisch gewesen, wenn er den letzten Platz belegt hätte. Ebenso konnte Cedric nicht letzter werden, da er in den Augen von Hogwarts der wahre Champion war und den Platz im Turnier wirklich verdient hatte. Wenn Harry Erster geworden wäre und Cedric Letzter, hätte das keinen Sinn ergeben, genauso wie andersrum. Und das führt uns zu Krumm. Krumm wurde oft als beeindruckend beschrieben. Wenn er das Turnier mit dem letzten Platz begonnen hätte, wäre das äußerst ungewöhnlich gewesen. Somit bleibt also nur noch Fleur übrig. Obwohl Fleur vielleicht die beste Methode zur Bewältigung des Drachen hatte, indem sie ihn einschläferte, wurde sie aus reinem Pragmatismus zur Letzten gemacht. Diese Überlegungen setzten sich auch in der zweiten Herausforderung durch, bei der Fleur tatsächlich versagte. Ein Champion musste irgendwie scheitern und schlecht abschneiden, damit Harry den Eindruck hatte, dass Menschen in Gefahr wären. Wenn es nicht dieses Gefühl der Dringlichkeit gegeben hätte, hätte Harry nicht so gehandelt, wie er es tat. Was die dritte Herausforderung betrifft, hatte sie einfach Pech. Die dritte war für Krumm und Fleur vorgesehen und es war reiner Zufall, dass Fleur als Letzte antrat und von Barty Crouch Jr. attackiert wurde. Warum hat Fleur also erneut so schlecht abgeschnitten? Nun, es stellte sich einfach heraus, dass ihre Figur zu dem Zeitpunkt, als der Feuerkelch erschien, die geringste Verbindung zu Harry und dem Turnier hatte. Das bedeutete, im Grunde genommen, war sie zum Scheitern verurteilt.
In einer hypothetischen Neuauflage des Turniers hätte sie sich möglicherweise sehr gut geschlagen, aber wenn sie es getan hätte, hätte dies nicht so gut in die Geschichte gepasst. Und das war's mit diesem Video. Was denkst du, was der wahre Grund ist, warum Fleur de la Cour im Trimagischen Turnier so versagt hat? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn dir das Video gefallen hat. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.